Hi, ich bin May und ihr seid hier bei Strugglecaster, der Channel, der von einem Anfänger an der E-Gitarre kommt und sich explizit auch an Anfänger auf der E-Gitarre richtet. Nachdem ich mit dem letzten Let's Play Video euch jetzt gezeigt habe, wie ihr grundlegend ein paar Power Chords zusammenspielt, wie das mit A-Moll ein bisschen funktioniert, dass ihr einfach mal in einer Skala, in einer Tonleiter einen kleinen Song oder ein kleines Riff schreiben könnt und ein bisschen rumprobieren könnt, habe ich gedacht, als kleines Addendum mache ich noch ein kleines Video, in dem ich euch ein paar Techniken zeige, die mehr oder minder früher oder später auf euch zukommen werden und von ziemlicher Bedeutung sind. Ihr braucht jetzt nicht gleich in Panik verfallen, ich komme jetzt nicht mit irgendwelchen Tappings und Sweep-Picking und schnellen Soli oder sowas an, sondern wir bleiben erstmal bei den Power-Chords und da wollte ich euch einfach zeigen, was man mit denen so machen kann, um einfach das Soundbild ein bisschen zu gestalten, wie es mit Mutings aussieht, damit man keine Strings anschlägt, die man oder nicht anspielt, die man eigentlich nicht erwischen möchte, wie Palm Mute funktioniert und dann eben so kleine Techniken, die ich halt gerne benutze, die man auch für Riffs relativ gut hernehmen kann, um einfach ein bisschen anderen Sound zu haben, als wenn ihr jetzt sagt, wie man anschlägt, weiß ich, aber wie ich da irgendwie was Tolles draus bilde, habe ich keine Ahnung von. Genau darauf gehen wir in diesem Video ein wenig ein. Fangen wir gleich mal an mit dem Wichtigsten der ganzen Geschichte, das Muten von Strings, die ihr nicht spielen wollt. Und zwar hatte ich euch ja im letzten Video schon ein bisschen gezeigt, wie zum Beispiel, wenn ihr auf der A-Seite spielt, wie ihr mit dem Zeigefinger so die dicke E-Seite ein bisschen mutet, damit es eben nicht so dran stößt und so. Und darauf wollte ich auch nochmal ein bisschen näher eingehen, um euch ein bisschen mehr Praxis zu zeigen, ein paar Tipps zu geben, wie ihr das am besten bewerkstelligt und so weiter. Als Beispiel greife ich jetzt hier auf der A-Seite einfach mal den C-Power-Chord. Das heißt, ich habe den Zeigefinger auf dem C im dritten Bund auf der A-Seite und den kleinen Finger in meinem Fall habe ich jetzt im fünften Bund auf der D-Seite. Der spielt das G, das dazugehört. Und jetzt spiele ich euch das einfach mal vor, wenn ich den dicken E-String nicht mute, wie sich das anhört und zeige euch dann nochmal, wie man ihn mutet. Also ich nehme euch dann auch gerne wieder ran und zoome ein bisschen drauf auf die Finger, dass ihr das genau sehen könnt und zeige euch nochmal ein paar Tipps, wie ihr das am besten bewerkstelligt. Also erstmal hier, wenn ich jetzt als Anfänger sage, ich kann den Powercode gerade so greifen und schlage die Saiten noch nicht so gut an, dann habt ihr natürlich dieses Problem, wenn ihr an die E-Seite mit rankommt. Klingt halt so ein bisschen ja, nach dystopischem Black Metal oder sowas. Ich meine, dadurch, dass C und E relativ nah miteinander verwandt sind, geht es noch einigermaßen. Aber schön ist es natürlich nicht, wenn ihr eigentlich das haben wollt. Und ihr merkt schon den Unterschied. Es ist halt schöner, wenn man nur den Ton anspielt, den man auch spielen möchte. Zum Beispiel jetzt dieses kleine Beispiel, was ich jetzt gerade gespielt habe. Wenn ich jetzt den E-String nicht mute und dasselbe mal ab und an rankomme, dann klingt es halt einfach ein bisschen disharmonisch. Und wie ihr merkt, da zieht sich einfach dieser Ton mit durch, der passt einfach nicht, vor allem nicht auf jeden der Akkorde, auch wenn es in der gleichen Skala ist und die in der Skala zusammengehören, aber er gehört halt einfach nicht zu dem Power-Chord mit dazu. Deswegen nehme ich euch gleich noch mal ein bisschen näher mit ran und zeige euch noch mal, wie ihr mit dem Zeigefinger die dicke E-Seite oder wenn ihr dann zum Beispiel auf der D-Seite spielt, könnt ihr entsprechend auch die A-Seite damit muten. Ihr könnt auch versuchen, zwei Seiten damit zu muten. Das wird dann ein bisschen schwieriger, weil es da schnell passiert, dass ihr dann zu viel Druck drauf gebt, weil ihr eine Seite mit dem Zeigefinger auch noch anspielen wollt. Und dann endet es damit, dass ihr dann die Seite vielleicht so weit runterdrückt, dass dann schon wieder ein Ton rauskommt, wenn ihr sie anspielt. Aber wir wollen ja im Prinzip, wenn ich den Zeigefinger jetzt hier zum Muten von der E-Seite nehme, nicht mehr aus der E-Seite hören, wenn man mal dran kommt, als wenn ihr da jetzt einen Akkord mitspielt. Also ich habe hier relativ viel Gain gerade auf meiner Gitarre. Wenn ihr da jetzt einen Akkord spielt und erwischt einfach mal das E mit, dann geht dieses Gequietsche so ein bisschen unter. Wie ihr merkt, das fällt gar nicht wirklich auf. Das war jetzt ohne die E-Seite mit anzuschlagen, jetzt nochmal mit der E-Seite, aber eben mit dem Zeigefinger gemutet. Und wie ihr merkt, die gibt ein kurzes Anschlaggeräusch, das übersteuert sich quasi so ein bisschen mit dem Geräusch, dass das Pick beim Anschlagen der Saiten generell von sich gibt. Und dadurch fällt das gar nicht mehr so ins Gewicht, als wenn ich sie eben gar nicht mute. Und dann eben diesen
ja, dystopischen Black Metal Sounds, sage ich mal, ein bisschen zusammen habe. Dann kommen wir jetzt natürlich auch nochmal zum Dämpfen der Saiten, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, dass man eben mit dem Zeigefinger zum Beispiel die tiefe E-Saite ein bisschen mitdämpft, wenn man jetzt, ich mache es jetzt hier einfach mal im 12. Bund, damit ihr das hier seht. Ich habe hier quasi meinen Zeigefinger über die Saiten gelegt. Ich drücke keine davon runter, außer die A-Saite, die zweite von oben, die hier, mit der ich hier gerade wackle. Der Rest ist einfach nur dafür da, dass es keine Nebenklänge gibt. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel so greifen würde, dass ich hier ein Loch habe und auf die B-Saite zum Beispiel komme, dann würde ich diese natürlich anspielen. Das wollen wir nicht. Wir wollen möglichst nur die Saiten klingen lassen, die wir haben. Deswegen greife ich hier jetzt zum Beispiel die A-Saite im 12. Bund, das A, und greife dann hier unten auf der D-Saite das E. Und mit dem Zeigefinger hier oben bin ich aber so an der E-Saite dran, dass quasi nur so ein leicht gedämpfter Ton entsteht. Und dann habe ich das Problem nicht, vor allem wenn ihr mit High Gain spielt oder mal nah am Verstärker seid oder sowas, der Schall, der aus dem Verstärker kommt, der bringt ja auch die Saiten zum Schwingen. Das kennt ihr bestimmt, wenn der Gitarrist mal direkt davor steht, wenn es dann so quietscht und so. Das wollen wir natürlich auch vermeiden. Deswegen ist es immer gut, die E-Saite, also die darüberliegende Saite, besser gesagt, wenn ihr weiter unten spielt, wäre es dann hier zum Beispiel die A-Saite. Da könnte man dann zum Beispiel mit dem Daumen auch die E-Saite ein bisschen gemutet halten, eben mit zu muten, dass man eben solche Geräusche gar nicht erst erzeugt, weil dieses Mitschwingen von Saiten, das merkt man manchmal beim Spielen gar nicht. Vor allem ich zum Beispiel, ich spiele ja durch eine DI-Box, also sprich, ich spiele komplett clean ein und verzerre dann das Signal am Computer für meine Aufnahmen, und das hört man dann im Prinzip gar nicht, wenn da eine Saite mitschwingt. Aber wenn ihr dann die Zerre drauflegt auf die Audiospur, dann macht es auf einmal dieses nervige Störgeräusch und wirkt disharmonisch und klingt dann einfach mehr nach Krach als nach dem, was ihr eigentlich spielen wollt. Als zweites kommt quasi noch, sag mal im Rock und Metal, eigentlich so eines der wichtigsten Instrumente, wenn es um Power Chords geht. Das sind die sogenannten Palm Mutes. Das heißt, ihr benutzt euren Handballen, diese Fläche hier, um die Saiten abzudämpfen. Und zwar bedarf das ein bisschen Übung. Es gibt auch stärkere Palm-Mutes und leichtere Palm-Mutes und sowas. Da müsst ihr euch dann einfach selber ein bisschen ausprobieren. Ziel des Ganzen ist es quasi, die Hand hier aufzulegen. Ich hole euch dann auch natürlich wieder ran und zeige es euch aus der Nähe. Und dann die Saiten mit der aufgelegten Hand auf den Saiten anzuspielen. Dadurch habt ihr diesen klassischen gedämpften Sound, der eigentlich in quasi jedem Lied mit dabei ist. Ich habe euch ja im letzten Video kurz das Riff von Holy Diver zum Beispiel gezeigt. Da habt ihr ja auch diese zwei gemuteten Töne mit drin. Das wird ja unendlich oft benutzt. Das könnt ihr auch langsamer machen, ihr könnt es in anderen Rhythmen machen und so weiter. Also ich meine, keine Ahnung, wenn man jetzt so How Many Tears von Halloween nimmt oder sowas, das geht ja dann eher so. Dann ist das natürlich schneller, aber es sind auch immer diese Palm-Mutes mittendrin. Dann haben wir natürlich auch so den Klassiker. Timo Tolki von Stratovarius hat das extrem viel gemacht, aber auch Halloween zum Beispiel. Unter irgendwelchen Gesangspassagen oder auch irgendwelchen Bridges oder Refrains einfach. Einfach gemutet, schnell, ich sag mal, ein bisschen was drunter geschrubbt, sage ich jetzt mal. Da spielt man dann auch nur eine der Saiten an. Und dann kann man hier einfach einen schönen Background generieren. Und hat es quasi nicht so dominant, wie wenn man das jetzt als Akkorde spielen würde. Sondern es hält sich eher ein bisschen im Hintergrund, ist als Stilmittel super gut, man kann damit sehr, sehr viel machen. Ihr könnt dann auch so beispielsweise dieses C-Dur-Riff, was ich immer recht gerne spiele hier. Das kann man dann auch auskleiden. Wundert euch übrigens nicht über den vorletzten Power Chord, der ein bisschen schief klingt, das ist Absicht.
Das ist eine kleine Spieltechnik von dem Lied, das ich gerne mal nachspiele, da übernehme ich sowas gerne. Aber wie ihr seht, ihr könnt da im Prinzip unendlich viel mit den Mutes arbeiten. In zum Beispiel meinem Playthrough von der Tragedy, da hatte ich dann auch dieses Riff hier. Und hab da auch eben ein paar Mutes mit eingebaut. Die sind ein super geiles Handwerk. Am Anfang werdet ihr sie natürlich eher langsam machen, also eher so, sag ich mal, Holy Diver mäßig. Und später werdet ihr dann vielleicht tatsächlich so ein richtiges Geschrubbe hinbekommen, so à la Halloween, How Many Tears oder so, wo es dann eben, in Anführungsstrichen, ans Eingemachte geht. Wo man dann eben immer den Hauptton gemutet spielt und den Powerchord dann immer zwischendurch, um irgendeine Melodie oder Rhythmus zu formen. Wie ihr seht, ich habe das auch noch nicht perfektioniert, aber dann wird es mal hakelig, da muss man ein bisschen aufpassen. Vor allem ist es wichtig, auch das locker aus dem Handgelenk zu spielen und nicht hier den Arm anzuspannen, als würde man jetzt irgendwelche Gewichte heben. Da kommt sehr, sehr viel auf die Entspannung drauf an. Und natürlich dann auch, dass man das Pleck entsprechend in einem schönen Winkel hält, damit dass man eben die gemuteten Noten oder die Strings, besser gesagt, generell relativ leicht anspielen kann. Also dass das wirklich in Anführungsstrichen fast ohne Kraft einhergeht. Wie ihr merkt, wenn ihr das ein bisschen übt, dann werdet ihr da irgendwann auch schneller. Das Tremolo-Picking, das ist halt eine Übungssache, weil man am Anfang, das habe ich auch gemerkt, man haut immer in die Saiten rein. Ich mache mal gerade die Gitarre leise. Und denkt sich, ja, das klingt gut, das klingt gut. Ihr braucht aber gar nicht so viel Kraft, weil es halt auch einfach, um den Sound vor allem durch einen Verstärker durchzukriegen, auch ein ausreicht. Ihr müsst nicht immer die Saiten so anfetzen. Und genauso ist es mit dem Palm Mute. Sowohl wenn ihr langsamer Palm Mute spielt, als auch wenn ihr schneller Palm Mute spielt, es soll locker aus dem Handgelenk gehen. Ihr sollt euch ja keinen Krampf holen. Wenn ihr euch anschaut, ein Konzert von Stradivarius, das irgendwie 1,5 Stunden geht, oder auch Iron Maiden oder Judas Priest oder so, die spielen jeden Tag ein halbes Jahr lang Konzerte, wenn sie auf Tour sind, oder ein Vierteljahr lang. Judas Priest war ja letztes Jahr sehr lange auf Tour. Und da gibt es keinerlei Probleme in den Armen. Und das sollt ihr natürlich auch nicht bekommen. So, dann kommen wir mal zu dem Thema Palm Muting. Und dafür habe ich euch jetzt nochmal rangeholt, damit ihr es auch ein bisschen aus der Nähe seht. Und zwar beim Palm Muting legt ihr einfach hier diesen Handballen, die Seite eurer Hand, auf die Gitarrenseiten auf. Da müsst ihr ein bisschen variieren. Wenn ihr zu weit oben seid, dann produziert ihr quasi nur noch Dead Notes. Wenn ihr zu weit unten seid, spielt ihr sie quasi mit weniger Palm Mute. Das kann gewollt sein. Wenn ihr sie dann in Anführungsstrichen mittig platziert, also die zwischen den Dead Notes und diesem fast offenen, habt ihr einen klassischen Palm Mute raus, den man eben so kennt, sage ich jetzt mal, von vielen Liedern. Da müsst ihr bei eurer Gitarre selber ein bisschen gucken. Manchmal ist es sehr weit hinten, manchmal ist es doch ein bisschen weiter vorne und so weiter. Probiert euch da einfach mal rum, verschiebt die Hand so ein bisschen. Klar, jetzt nicht so weit hoch, das ist logisch, aber ihr merkt dann schon, da kommt jetzt schon dieses Geräusch raus. Und man hat eben diesen bekannten Palm-Mute-Sound. Hier, wie gesagt, die Hand immer auf den, solange ihr Palm-Muted spielt, auf den Saiten lassen, richtig schön auflegen. Der Handballen darf auch die anderen Saiten berühren, das ist gar kein Thema. Wichtig ist, dass ihr da nicht hin und her slidet, weil spätestens, wenn ihr Gain drauf habt, erzeugt ihr quasi wie diesen Pick-Scratch, dieses Geräusch, wenn ihr da hin und her fahrt. Da bedarf es auch ein bisschen Übung, wenn ihr jetzt zum Beispiel immer mal zwischendurch normale Anschläge macht, dass ihr da, wenn ihr da drauf landet, nicht mit diesem Squeeze-Geräusch drauf landet, sondern wirklich die Hand gerade runterfahrt. Oder eben, wenn es dann so eher so in Richtung Halloween oder so geht. Und bei solchen Spielmethoden zum Beispiel ist es auch sehr häufig so, also wenn es so schnell gespielt wird, dass man eben mit dem Palm Mute hier nur eine Seite anspielt. Das kann man, wie gesagt, auch schön als Untermalung für irgendwelche Songs nehmen, für irgendwelche Passagen im Song.
wechsle dann einfach mal den Ton. Und habe dann eben eine gedämpfte Untermalung, die halt eben ein anderes Tonbild abgibt, als wenn ihr jetzt einfach das normal durchspielen würdet. Probiert euch, wie gesagt, mit den Palmmutes ein bisschen aus. Das erfordert ein bisschen Präzision, ein bisschen Übung, wie alles andere natürlich auch. Aber das sollte jetzt nicht unbedingt das Problem sein, die zumindest Basics so hinzukriegen, dass ihr für eure ersten paar Riffs, für eure ersten paar Songs damit arbeiten könnt. Und nachdem ihr jetzt herausgefunden habt, wie Palmmutes so ein bisschen funktionieren, gibt es natürlich noch das andere Extrem, das komplette Muten von Saiten. Kann verschiedene Gründe haben, warum man es machen möchte. Ich kenne zum Beispiel, oder ich höre auch viel japanischen Metalcore und Sachen, die in diese Richtung gehen, so wie Phantasmagoria oder auch für Malice Mizer bzw. Mord is More heutzutage. Und da kommt es auch immer mal vor, dass einfach in dem Riff Pausen drin sind. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, dann spiele ich halt den Powerchord an und dann lasse ich einfach los, dann habt ihr das hier. Wenn ihr die Finger ein Stück zu weit nehmt, beziehungsweise dieses Nachquietschen, das werdet ihr mit viel Gain eigentlich immer haben, wenn ihr einfach so die Saiten loslasst. Das legt sich ein bisschen, wenn ihr eher so einzelne Saiten spielt, da geht das ganz gut. Aber wie ihr hört, das kommt immer so ein bisschen mit, die Nebengeräusche. Und genau deswegen braucht ihr auch die Schlaghand, eure rechte, bei mir ist es die linke als Linkshänder, die dann eben mal mitmutet. Und dann macht ihr das eben so. Und zwar immer nach dem Anspielen, wenn eben die Pause kommen soll, nicht nur die Finger an der Greifhand anheben, um den Ton zu lösen, sondern eben auch wie beim Palmmute bloß ein bisschen weiter innen, also ein bisschen weiter hoch in Richtung Hals, den Handballen kurz mit auflegen. Und da ist zum Beispiel die Übung, das zeitgleich hinzukriegen. In dem Moment, in dem die Finger anfangen, den Powerchord loszulassen, muss der Handballen auf der Saite landen. Und das bedarf ein bisschen Übung, das ist eine Präzisions- bzw. Synchronisationssache, das richtig schön hinzukriegen. Da gibt es auch viele Beispiele, zum Beispiel Malice Mizer, Beast of Blood hat da so ein nettes Riff, das geht eigentlich die ganze Zeit nur so. Und da braucht man die ganze Zeit diese Mutes. Das ist als Training ein super guter Song. Der hat im Prinzip zwei Riffs, die alle nur auf Fis und G beruhen, also nur auf zwei Power Chords. Während der Texte, also der normalen Lyrics, beim Refrain ändert sich das dann natürlich ein bisschen ab. Aber generell, die Untermalung ist relativ simpel. Das klingt sehr, ja, so ein bisschen industrial. Ja, Modern Metal ist übertrieben. Ich meine, das ist ein Song aus 2000. Aber er klingt schon sehr, ja, industriell, würde ich jetzt mal sagen. Ist super gut, um sowas zu üben. Ich kann euch da gerne mal einen Link zum Gitarrentab oder sowas mit reinstellen in die Videobeschreibung, das ist kein Thema. Und damit lässt sich sowas zum Beispiel üben. Fahrt es einfach ein bisschen runter von der BPM her und probiert es einfach mal langsam und versucht euch da ein bisschen zu steigern. Und dann kriegt ihr das auch mit Sicherheit hin, eure Strings dann entsprechend zu muten, wenn sie gemutet werden sollen. Natürlich, wenn ihr irgendwann mal auf der Bühne steht oder sowas und längere Passagen habt, die ihr nicht spielt, könnt ihr natürlich auch einfach schnell den Volume-Knob runterdrehen von eurer Gitarre. Dann gibt es aus dem Verstärker erstmal gar keinen Ton mehr. Dürft ihr nur nicht vergessen, ihn wieder anzumachen. Und dann wären wir jetzt natürlich noch bei den Pausen. Also wenn ihr jetzt muten wollt und eben eine kleine Pause spielt, wie eben vorhin das Riff von Malice Mizer, das ich euch gezeigt habe zum Beispiel. Ich mache es jetzt hier einfach mal im 12. Bund, damit ihr das besser seht. Und da ist dann eben auch wieder die Palm-Mute-Hand, die Schlaghand gefragt, da rechtzeitig abzudämpfen. Und im gleichen Zuge lasst ihr natürlich auch den Druck mit der Greifhand nach, dass der Ton dann auch entsprechend abklingt. Hier gilt es eben, die Synchronisation aufzubauen, in dem Moment, in dem ich anfange, die Finger zu liften, dass der Palm wieder die Saiten berührt, dass ich eben diesen Mute-Effekt habe, dass der Ton schnellstmöglich abklingt. Und nicht so habt ihr immer, wenn ihr den Ton gegriffen haltet, habt ihr immer so ein kleines Nachklingen. Und wenn ihr jetzt einfach nur die Finger anhebt, habt ihr das genauso. Und vor allem bei der tiefen E-Saite habe ich das öfter dann. Die schwingt dann einfach noch weiter. Also so eine bestimmte Sekunde oder sowas, das hört ihr jetzt natürlich nicht. Ich habe jetzt gerade keine Zerre auf. Aber die schwingt weiter und das erzeugt ja natürlich auch Störgeräusche, die keiner haben möchte. Ich mache gerade mal den Sound an. Hört ihr das?
Und das wollen wir natürlich nicht. Genau deswegen muss diese Synchronisation her zwischen ich lifte meine Finger und senke die Greifhand mit dem Handballen eben auf die Seiten, dass die quasi so schnell wie möglich außer Schwingungen gebracht werden. Und je nachdem, mit wie viel Serie spielt, kann das natürlich auch problematischer werden. Weil, wie gesagt, wenn ich so jetzt hier meinen High-Gain-Sound habe, das ist schon sehr, sehr viel Serie, die ich da momentan drauf habe. Das ist übrigens der Gitarrensound, mit dem ich auch mein kleines Kanal-Outro-Riff, das am Ende der Videos läuft, eingespielt habe. Das ist übrigens auch mit Palm-Mute gespielt. Und da habe ich eben wegen der Palm-Mutes, weil die eben mit viel Serie immer kräftiger klingen, finde ich, habe ich mir eben einen Sound zusammengebastelt, der sehr, sehr viel Gain drauf hat. Und da wird es dann mit dem Muten dann halt eben auch dementsprechend schwierig. Und wir wollen natürlich dann irgendwann, wenn ihr dann mal was aufnehmt und sowas, wollt ihr natürlich vermeiden, dass es dann eben so klingt. Und dann ist die Pause. Und dann habt ihr immer diese Geräusche. Ich meine, klar, ihr könnt eure Tracks, nachdem ihr sie aufgenommen habt, in eurer DAW dann zukünftig editieren. Da komme ich auch nochmal drauf, wie man das am besten macht mit Aufnehmen, Editieren, Mixen, Mastern und so. Da werden noch einige Videos zu der softwareseitigen Sache des Recordings folgen. Aber Ziel ist es ja im Prinzip, vor allem wenn ihr recordet, wenn ihr aufnehmt, die perfekte Aufnahme zu haben. Das heißt, sie muss nicht nur super editiert sein, damit sie schön clean klingt. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu steril wird, wie manche moderne Aufnahmen, wo man sich wirklich fragt, ob das noch ein Gitarrist gespielt hat oder ein Computer. Aber sie muss dazu natürlich auch richtig sauber gespielt sein. Und ihr wollt ja keine irgendwelche Brummgeräusche irgendwo noch kurz mit drin haben. Weil wenn ihr gerade am Spielen seid und habt so ein Brummgeräusch, weil zum Beispiel eine Saite mitschwingt, das könnt ihr nicht rausschneiden. Dann schneidet ihr die ganze Sekunde Audiosnippet raus und dann fehlt zum Beispiel auch das, was ihr da gespielt habt. Von daher müsst ihr da halt eben lernen, entsprechend sauber zu spielen, entsprechend darauf zu achten, dass andere Saiten nicht mitschwingen. Da gibt es diesen Klassiker, ich weiß jetzt nicht, ob es James Hetfield oder Kirk Hammett war, einer von Metallica auf jeden Fall. Die haben sich die Strings, die sie zum Beispiel nicht gebraucht haben, wie zum Beispiel die Melodie-Strings, wenn ihr Rhythmus spielt, einfach mit Panzertape auf der Gitarre im Studio abgeklebt, dass da eben kein Ton entstehen kann. Ist auch eine Methode, um damit umzugehen, um die perfekte Aufnahme zusammenzubekommen. Ne? Muss man für sich selber dann am letzten Endes wissen, aber das A und O ist im Prinzip eine saubere Technik. Und dass man da dann natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten muss, das ist vollkommen klar, weil man hat auch hier immer noch einen ganz kurzen Nachhall. Wenn man mit viel Reverb auf der Gitarre spielt, dann ist der natürlich auch länger oder Delay. Und klar muss man dann noch ein bisschen nachbearbeiten, noch ein bisschen nachschustern. Aber grundlegend gilt immer, wenn euer Spiel mistig ist, dann bringt auch nichts, wenn ihr es gut editiert. Es muss beides gut sein, um ein gutes Resultat zu liefern. Die Aufnahme muss gut sein, das Spiel muss gut sein und die Bearbeitung muss gut sein. Ansonsten klingt immer irgendwie ein bisschen matschig, immer irgendwie ein bisschen doof und hell. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja im Optimalfall Songs, die wirklich knackig klingen, wo man die Gitarre schön raushört. Und da muss man dann eben aufpassen, dass man eine saubere Technik an den Tag legt. Genau deswegen übt diese Techniken, alle drei, die ich euch gezeigt habe, nehmt euch die Zeit dafür und meistert sie, versucht sie zu meistern. Ihr werdet natürlich jetzt nicht so perfekt spielen wie ein Steve Vai, der schon seit gefühlten 87 Jahren der Gitarrenmeister schlechthin ist, aber ihr werdet auf ein Niveau kommen wollen, bei dem ihr sagen könnt, ich kann mich auch mal, wenn ich das möchte, mit meiner Band ins Studio setzen und ein Album aufnehmen und ich kriege die Sachen, die ich spielen möchte, die ich geschrieben habe, auch sauber gespielt für die Aufnahme. Die letzte kleine Technik, die ich euch noch zeigen wollte, sind die sogenannten Dead Notes. Das sind Saiten, die angeschlagen werden, aber auf denen kein Ton gegriffen ist. Die aber dadurch, dass kein Ton gegriffen ist, natürlich auch nicht die Leerseiten schwingen dürfen. Das heißt, die müssen mit den Fingern gedämpft werden. Das ist meiner Meinung nach so ein bisschen die Königsdisziplin, vor allem im richtigen High-Gain-Sound, das gut hinzubekommen. Da bedarf es wahrscheinlich sehr, sehr viel Übung. Ich persönlich mache die, es kommt darauf an, wie ich spiele, manchmal mache ich es einfach nur mit der Greifhand. Da habt ihr hier dann so dieses Quietsch-Geräusch. Das ist zum Beispiel bei Judas Priest Breaking the Law so. Da gibt es so eine kleine Passage. Da sind auch immer Dead Notes mit drin.
Und da sind immer diese immer vor dem Ton einfach als Dead Notes gespielt. Diese zwei Anschläge mit dabei vor diesen drei Power Chords, die da gespielt werden. Und sowas dann reinzukriegen, das ist meiner Meinung nach gar nicht so einfach. Ich habe lange gebraucht, die einigermaßen gut hinzukriegen. Ja, es ist auch immer problematisch. Ich habe jetzt, wie gesagt, heute recht viel Gain mit auf der Gitarre, beziehungsweise auf meiner M-Sim. Und dadurch wird es immer schwieriger, weil je mehr Gain ihr habt, desto mehr Störgeräusche können natürlich einfließen. Das fängt an bei mitschwingenden Saiten, die ihr vielleicht dann doch mal irgendwie muten müsst, weil sie einfach mal leise anfangen zu schwingen und durch das Spiel dann immer lauter mitschwingen und dann hört man einfach Störgeräusche. Das geht dann halt auch eben bei so Dead Notes und so weiter. Da muss man halt eben selbst abpassen, da geht es dann auch ein bisschen um den eigenen Sound. Da machen wir noch ein separates Video dazu, wie ihr so einen passablen Sound für euch zusammenbekommt, was ihr da beachten müsst und was es für Effekte gibt und so. Da kommen wir beim Equip Talk noch drauf zu sprechen. Und da muss man eben schauen, wenn ihr zum Beispiel Judas Priest Breaking the Law nachspielen wollt, das hat jetzt nicht so viel Zerre. Ich meine, das ist ein 80s Hard Rock Song im Prinzip. Ich meine, klar, Judas Priest ist eine der ersten Metal Bands gewesen, aber der Song ist ja eigentlich eher so dem Hard Rock zuzuordnen, wenn man zumindest mit Painkiller und Co. vergleicht. Von daher nehmt da vielleicht, wenn ihr zum Beispiel das nachspielen wollt, ein bisschen weniger Zerre auf die Gitarre, schraubt den Gain mal ein klein wenig runter und probiert euch da mal aus. Und ihr werdet merken, so schwer ist es nicht, wenn man mit nicht so mega viel Gain spielt, wie ich jetzt hier gerade. Aber es bedarf Übung, bedarf auch wieder Koordination. Und ihr habt auch immer das Problem bei den Dead Notes, vor allem manchmal ab einer gewissen Gain-Stufe reicht eben die Greifhand nicht aus. Und dann kann eben auch es helfen, mit der linken, beziehungsweise bei euch der rechten Hand, noch ein Palm-Mute mitzumachen. Weil dann habt ihr tatsächlich nur dieses kurze Geräusch von den Dead Notes und nicht irgendein Nachschwingen oder dieser Sound, der so ein bisschen hoch geht, sage ich jetzt mal, den wollen wir natürlich auch nicht haben. Dead Notes ist so eine Sache, benutzen viele immer mal zwischendurch, aber meistens sind sie so kurz gespielt, dass sie eigentlich gar keinen großen Platz für irgendwelche Akzente oder sowas lassen. Dann hätten wir jetzt noch die Dead Notes. Also wie gesagt, kein Ton gegriffen, die Saiten aber mit den Händen abgedämpft, also sowohl mit den Fingern. Ich mache es im Regelfall auch mit dem Palm Mute nochmal, dass die wirklich nicht lange nachschwingen, damit die Dead Notes relativ kurz klingen. Und das erfordert ein bisschen Übung. Ich nehme gerne alle drei Finger dazu, um die Dead Notes zu muten, weil es dann einfach sicher ist, quasi, dass wirklich kein Ton rauskommt. Wenn ihr es mit einem Finger macht und der irgendwo ein bisschen blöd oder flach liegt, dann kommt hier schon wieder so ein halber Ton raus und so, wenn ich das jetzt nur mit dem Zeigefinger mache. Deswegen nehme ich immer zur Sicherheit halber eigentlich immer alle drei Finger dazu. Dann kann man sich da eigentlich sicher sein. Und wenn ihr dann noch ein paar Meter dazu macht, dann bleibt der Ton, wie vorhin schon gesagt, eben auch sehr kurz. Wenn ihr euch jetzt fleißig dran setzt, die Power Chords aus dem letzten Video so ein bisschen geübt habt und da langsam ein Feeling für kriegt und vielleicht dann auch euch mal dran wagt, jetzt die ein oder andere Übung mitzumachen und einfach mal euch drauf zu fokussieren, jeden Tag oder wenn ihr halt eben übt, immer mal 5 oder 10 Minuten eine dieser Techniken zu üben. Vor allem das Palm Mute, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil das werdet ihr früher oder später auf jeden Fall brauchen, wenn ihr im Rock und Metal unterwegs seid. Dann werdet ihr auch merken, dass ihr da relativ zügig Progress machen werdet zu einem gewissen Grad. Dann wird es mit Sicherheit immer mal so die kleine Bremse kommen, dass ihr euch wieder verspielt und sowas. Deswegen macht die Übungen in kleinen Etappen, 5 oder 10 Minuten. Dann übt mal was komplett anderes, dass auch das Hirn einfach mitkommt und sich daran gewöhnt, dass ihr nicht nur jetzt die nächsten 3 Stunden Palm Mutes spielen werdet, sondern einfach, hey, die mache ich mal zwischendurch und dann mache ich wieder was anderes und dann wieder und dann wieder. Dann speichert sich das Gehirn das auch besser ab, als wenn ihr euch jetzt dran setzt, wie so, sage ich mal, das klassische geprügelte Kind, das beim Klavierspielen lernen immer auf die Finger gehauen bekommt und 8 Stunden am Tag am besten Klavierspielen lernt. So wollt ihr euch nicht durchquälen und das macht auch keinen Sinn. Das ist kein effektives Lernen und es soll ja effektiv und bewusst vonstatten gehen, dass ihr da auch schneller Fortschritte seht und
in Anführungsstrichen schnellstmöglich euch auf euer Ziel zu bewegt, das wahrscheinlich ähnlich wie meins ist, irgendwann mal richtig gut spielen zu können. Ob es jetzt Songs nachspielen ist, eigene Songs komponieren und daheim einfach nur Sachen aufnehmen und ein eigenes kleines Projekt gründen oder ob es eine Band ist, die dann auch mal irgendwann auf Festivals oder Konzerten spielen soll, ist natürlich dahingestellt. Aber letzten Endes wollen wir ja alle weiterkommen. Und genau dafür macht es natürlich Sinn, wenn man effektiv lernt und sich nicht irgendwie durchquält, bis die Finger quasi bluten, immer wieder die gleichen Übungen durchmacht und irgendwann Schmerzen im Handgelenk hat, weil man eigentlich eine völlig falsche Haltung hat oder zu fest spielt oder so, sondern geht immer mit dem Gedanken ans Üben ran, übt 5 Minuten die Technik, 5 Minuten die Technik oder macht 10 Minuten draus, wenn ihr möchtet, wenn es gut läuft und dann sucht euch vielleicht mal einen einfach zu spielenden Song raus, sowas wie Breaking the Law von Judas Priest. Der hat jetzt kein Solo, der ist nicht mega schnell, der lässt sich eigentlich relativ gut nachspielen, sage ich jetzt mal, mit ein bisschen Übung. Teilt ihn ein bisschen in Snippets ein und übt einfach mal die einzelnen Passagen und tastet euch so quasi ans Gitarrespielen, ans tiefere Gitarrespielen ran, indem ihr einfach die Übungen am Anfang setzt, zum Aufwärmen zum Beispiel. Dann spielt ihr einfach mal ein Cover nach oder ihr könnt auch einen Backing-Track euch anmachen auf YouTube. Gibt es genügend, da gibt ihr, keine Ahnung, A-Minor-Backing-Track ein und findet dann bluesigen oder auch rockige Songs auf verschiedenen BPM-Zahlen. Ihr könnt auch die BPM-Zahlen bei YouTube einfach in die Suchleiste mit eingeben und könnt da dann einfach drüber spielen. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne, um auch einfach auf neue Melodien zu kommen. Zum Beispiel diese Refrain-Melodie von meinem Tragedy, die ist auch über einen Backing-Track entstanden. Der war halt eher so balladesk, so Rock-Ballad-mäßig so ein bisschen mit so einer cleanen Gitarre und ein paar Keyboards so lau im Hintergrund. Und da habe ich dann halt irgendwann das drüber gespielt und habe ich gesagt, hey, das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Nimmst du die jetzt mal auf? Habe es mir ganz sloppy ohne Metronom einfach so mal aufgenommen, damit ich das einfach im Kopf habe. Habe mir die Datei so benannt, dass ich auch weiß, wo ich ansetzen muss mit Spielen, also welchen Ton ich zuerst spiele zum Beispiel. Wenn ihr jetzt eine Melodie spielt, dann seid ihr meistens erstmal am Anfang zumindest in einer bestimmten Region. Also wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel spiele, dann fange ich hier zum Beispiel bei G9 an. Das wäre das E. Und dann weiß ich zumindest, wenn ich das Ding in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder anhöre, und das Ding heißt irgendwas mit E9 zum Beispiel oder G9, dann weiß ich, das war G-Seite im 9. Bund. Und dann weiß ich, ja, das sind höhere Töne, dann ist das so. Nee, das ist nicht ganz richtig. Ah, so stimmt's. Macht euch da ruhig Eselsbrücken, das ist keiner böse drum, keiner schimpft euch dafür, wenn ihr euch solche Eselsbrücken dann hernehmt. Greift dann sowas vielleicht einfach mal wieder auf, wenn ihr dann irgendwann ein bisschen besser spielen könnt. Vielleicht verfeinert ihr die Melodie auch noch, weil ihr irgendwann schneller spielt und ein paar kleinere, kürzere Noten noch dazwischen mit reinpackt, um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten, wenn es jetzt zum Beispiel, wie jetzt gerade eben gespielt, so eine ganz simple Melodie ist. Und schon werdet ihr sehen, mit den Techniken und mit Übungen kommt ihr sehr schnell relativ weit an den Punkt, an dem ihr sagen könnt, wenn ihr ein bisschen ein gutes Gehör habt, das ein bisschen trainiert habt, oder auch ein bisschen Praxiserfahrung und auch die Routine, sage ich jetzt mal, auf der Gitarre, ihr werdet beim Spielen über Backing-Tracks oder sowas immer in irgendwelche kleinen Muster zurückverfallen, die ihr eigentlich immer mal widerspielt und sagt, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht und dann probiert ihr es mal in einer anderen Tonart oder probiert ein bisschen rum oder spielt das Muster einfach mal auf einer ganz anderen Ecke, weil ihr es vielleicht hier unten gespielt habt und dann spielt ihr es mal hier oben zum Beispiel und dann werdet ihr schnell merken, so hey, wenn ich da ein bisschen was umswitche, ob es jetzt die Tonart ist oder ob ich einfach von den hohen Seiten auf die tiefen Seiten rübergehe, spiele aber die gleichen Töne wieder unten, also sprich zum Beispiel ein A, aber dann halt eben hier oben im 5. Bund auf der E-Seite oder so, dann werdet ihr schnell merken, dass ihr schon die ersten Grundlagen, die ersten Melodien für einen eigenen kleinen Song, für eine eigene kleine Leadgitarre zusammen gemacht habt. Und das kombiniert ihr dann zusammen zum Beispiel mit den Übungen, schreibt euch noch eine kleine Rhythmusgitarre dazu, probiert mal ein paar Palm-Mutes aus, probiert mal vielleicht auch Pausen mit aus und versucht dann eben entsprechend richtig zu muten und so weiter und so fort, baut vielleicht auch ein paar Dead Notes in die Riffs mit ein, wie jetzt zum Beispiel so. Probiert euch einfach aus und schon werdet ihr merken, dass es gar nicht so schwer ist, einen einfachen Song zu schreiben. Ich meine, ihr braucht jetzt nicht erwarten, dass ihr jetzt mit meinen paar Tipps, die ich euch hier gebe, Kompositionsskills wie John Petrucci an den Tag legt. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, gehe ich mal davon aus. Aber irgendwo hat auch er angefangen und auch
John Petrucci saß mit Sicherheit irgendwann mal da und hat die langweiligste Melodie auf diesem Planeten irgendwann mal gespielt und darauf aufgebaut, sein Spiel einfach weiterzuentwickeln. Ich hoffe, diese kleinen Tipps helfen euch ein bisschen weiter in Richtung eurer Ziele, dass ihr da einfach ein bisschen mehr ein Händchen dafür bekommt, zum Beispiel Palmmutes besser zu spielen und auch ein bisschen besser zu verstehen, wie sich manche Töne in Anführungsstrichen zusammensetzen und so weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst mir gerne einen Like auf das Video da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Channel, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald das nächste Video online geht. Und dann hoffe ich, dass wir uns da auch wiedersehen.